Hallihallo und herzlich willkommen zurück. So, wir wollen. Hey, mach zum weiter Widerstand. So. Je mehr Banditenkern du zerstörst, desto mehr verdienst du. Stimmt, da war ja was. Wir haben ein paar Karren zerlegt. Klopf, klopf. Auf zum Widerstand. Ich bin froh, dass du wieder hier bist. Vielen Dank für die Rettung. Elizabeth sagt, dass wir dir vertrauen können, dass du uns im Kampf gegen die Regierung unterstützt. Aber nach dem, was im Gefängnis passiert ist, weiß die Regierung von dir und dass du von den Archen stammst. Das heißt, sie werden nach dir suchen. Und glaub mir, du willst ihnen nicht in die Hände fallen, ob es dir gefällt oder nicht. Willkommen beim Widerstand. Schön, hier zu sein. Unsere Gruppe ist klein, aber effizient. Wir bekämpfen die Regierung an allen Fronten. In dieser Welt ist Wissen Macht. Wahrscheinlich ist dein ID-Drive noch in der Arche. Du und alle anderen Archenbewohner haben einen ID-Drive mit wichtigen Informationen über das Projekt bekommen. Und darüber, wo strategische Archen, Versorgungslager, DNA-Daten und wer weiß, was noch alles zu finden sind. Auf jedem ist ein Teil des großen Puzzles gespeichert. Deshalb sind die ID-Drives für die Regierung und den Widerstand von so großer Bedeutung. Hättest du nicht noch länger quatschen können? Ich war gerade am Trinken. Also, was genau? Wir haben nicht viel Zeit. Sie wissen jetzt, dass es einen Überlebenden gibt und werden nach deiner Arche suchen. Du musst unbedingt dorthin und deinen Drive holen. Verstehst du, wie wichtig das ist? Wie wichtig das ist, weiß ich nicht, aber jetzt ich mache mich trotzdem auf den Weg. DNA kodiert. Such den Bioscanner im Kontrollsystem und benutze ihn, um deinen Drive zu finden. Viel Glück und beeil dich. Verschwende keine Zeit. Du musst an das ID-Drive rankommen. Die Informationen darauf könnten lebenswichtig für den Widerstand sein. Jo, bin unterwegs, aber bevor ich dahin fahre, brauche ich Munition für meine Karre. Also, bis später. Ciao. Nicht ihr, sondern der Widerstand dort. Herein. So. Die Regie. Die Regierung kann so viel Ärger machen, wie sie will. Sie gehen mir nicht auf den Sack. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Jo, sag mal her. Hier gibt es ausschließlich Spitzenqualität. So, weil wir brauchen Munition. Und zwar jede Menge Stahlmunition. Davon haben wir noch genug. MG-Munition haben wir mittlerweile auch reichlich. So. Ah, hier. Das müsste eigentlich reichen, oder? So. Gucken wir mal, was wir noch alles an Schrott eingesammelt haben und was wir verticken können. Knacker müssen wir erhalten. Gift der Ghosts. Ach, das ist das. Okay, das wollen wir aber eigentlich nicht. Verkaufen wir das mal. So, restlich Bausatz behalten wir. Objekte kaufen. Ausrüstungstechnisch. Sammelkarten. Sammelkarten brauchen wir nicht. Incoming Transmission. Mein Handy. Was mir nicht anzeigt, was für eine Incoming Transmission das war. Gucken wir doch mal eben kurz nach. Ja, das Spam-Report. War ja klar. Werbung. Weg damit. Brauchen wir nicht. So. Sorry, Leute. So. Dann wollen wir nochmal gucken. Haben wir genug? Brauchen wir eh nicht. Haben wir.
Mehr als genug. Auch genug. Haben wir nichts. Haben wir genug. Nehmen wir uns aber zwei Magazine noch mit. Von der schweren Munition nehmen wir uns auch mal ein bisschen was mit. Was ist das eigentlich für welche? Voll starke Munition mit Pulsladen. Ah, sehr effektiv. Ah, gegen gepanzerte Feinde. Sehr gut. Wenn wir gegen die Regierung antreten, ist es immer gut, so was dabei zu haben. Scharfschützenmunition haben wir. Also. Okay. Sturmschrotflinte. Ach so, das ist für die. Also für die Shotgun, nur halt stärkere Shotgun-Munition. Da ist dann, das hier ist die Standardmunition und das hier hinten ist dann die verbesserte, oder? Ja. Gut, gut, gut. Stahlmunition haben wir, das haben wir, ja, haben wir soweit alles. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Jo, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Drecksding. Schnell zu unserer Eiche flitzen, fahren und uns dort unseren Drive besorgen. Geht klar, danke. Falsche Richtung. Regierungsaktivitäten in diesem Gebiet berichtet. Pass auf dich auf. Die Regierung hat irgendwas vor. Nördlich von hier wurden schwere Transporter gesichtet. Besorgt so schnell wie möglich die Daten. Ja, die sind doch schon bei meinem. Schon bei meiner Arche gelandet. Schalten wir um auf die Raketen. Und sagen doch dann mal Hallo! Gut, was aus die Jungs. Sollten wir mal auf unser MG schalten. Wenn wir es jetzt finden, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Da war der Eingang zu unserer Arche. Telefon, ja. Ich mach mal einen kurzen Cut. Bis gleich. Ach ja, wenn, dann kommt alles doppelt und dreifach. So, entschuldigt, Freunde. Telefon jetzt eben ausgeschaltet. Wo ist denn jetzt das Ding hier aus? Boah. Haben wir den jetzt schon oder was? Machen wir es denn?
Ja, haben wir. Machen wir euch hier erstmal fertig. Kleine Nervis. Na, jetzt haust du ab, wa? Schisser. Von denen einsammeln. Schade, dass wir deren Waffen nicht einsammeln können. Finde ich jetzt gerade ein bisschen doof. In jedem anderen Spiel wäre das möglich, nur in dem hier nicht. Ja, das ist ein bisschen schade. Ah, da haben wir unsere Karre. Autofahren lernen wir noch. Ah, Rückwärtsgang. Nutzen für Tritt eingesammelt. Schade. Aber jetzt erstmal, dass wir hier wegkommen. So. Home Sweet Home. Stimmt, das fehlt hier eigentlich irgendwie noch. So ein kleines, so eine Möglichkeit, Dingsbums zu machen, Häuser zu bauen oder zu beziehen. Was? Gehört, die Regierung sucht dich. Du solltest die Beine in die Hand nehmen und verschwinden. Ich lass dich nur unwärm gehen, aber immer noch besser, als wenn sie dich kriegen. Danke, Meg. Schon das Neueste gehört? Keine Zeit. Bist ein scharfer Schütze. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, Süße. Oder $30 extra bekommen und ab zum Widerstand. Gute Arbeit. Dein Ziel für den Widerstand ist sehr groß. Ich bringe das Drive zu Lassard, wenn wir wieder in unserer Basis sind. Hoffentlich kann er den Inhalt lesen. Jetzt ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Für dich wird's hier immer gefährlicher. Aber nur zu, sag's ihm. Wir müssen noch einiges tun. Vor meiner Gefangennahme war ich auf dem Weg ins alte Forschungszentrum der Regierung in der Totenstadt. Ich habe nach Beweisen für das gesucht, was die Regierung mit den Mutanten macht. Ja, wir haben gehört, dass die Regierung Nanotriten umprogrammiert hat und damit Mutanten kontrolliert.
und in noch etwas Bösartigeres verwandelt. Sie haben wohl einen Weg gefunden, sie als Waffen einzusetzen. Aber wir wissen nicht, wie weit sie waren, bevor sie überrannt wurden und die Stadt verlassen mussten. Wir brauchen diese Daten. Vielleicht können wir den Prozess rückgängig machen, wenn wir die Mutantenexperimente besser verstehen. Außerdem können wir die Informationen nutzen, um allen das wahre Gesicht der Regierung zu zeigen. Also, bevor wir gehen, hilf uns, die Daten zu finden. Alles klar. Wir vermuten, dass sich eine Kopie der Daten auf den alten Servern befindet. Aber du musst in die obersten Stockwerke des Forschungszentrums zum Netzwerkraum. Dort steht irgendwo der Hauptserver. Finde die Daten. Dann hast du den Gedenkraum. Die Regierung weiß, dass du hier bist und sie wird nach dir suchen. Nimm alles aus der Kiste da, was du brauchen kannst. Okay. Beeil dich und viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Dann wollen wir... Wer haut mich denn hier immer? So, wollen wir eben kurz beim alten Koffer vorbei. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. So, Klamotten verkaufen hier. Ganzen Müll. Feldritkristalle brauchen wir nämlich nicht. So, Objekte kaufen. Ne, hier drin nicht. Ein weiter, so. Haben wir genügend? Haben wir genügend? Haben wir genügend? Haben wir auch genügend? Haben wir genügend? Aber da könnten wir eigentlich nochmal zwei Ladungen von mitnehmen und was sind denn die HE-Granaten? Dann nehme ich lieber auch nochmal ein paar von mit. Die Jungs sind nämlich gar nicht mal so schlecht. So. Schönen Tag noch. Jo, auf Wiedersehen. So, dann machen wir mal hier rum. Mach mal weiter so. Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Kann ich dir helfen? Ja, mal gucken, ob wir unsere Karre ein bisschen upgraden können. Fahrzeugausstattung. Dünenjäger Caprino. Was haben wir denn hier? Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und ich denke mal, ich werde so außerhalb vom Let's Play mich mal ein bisschen drum kümmern, dass ich hier ein paar Rennen fahre und generell auch mal ein bisschen Kohle verdiene, indem ich einfach mal außerhalb vom Let's Play mich auf die Straße begebe, also einfach rausfahre und dort ein paar von den Karren da zerstöre. Also wundert euch nicht, wenn ich dann im nächsten oder übernächsten Part, ich denke mal im nächsten Part wird das dann sein, also wundert euch dann nicht, wenn ich dann ein paar hundert Rennscheine zur Verfügung habe und du siehst aus, als ob du Ärger suchst. Und noch so ein paar andere Sachen. Hey. Wenn du der Regierung weiter Probleme machst, haben wir bald alle welche. Wie unfreundlich du bist. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt mache oder ob ich das dann nach dem. Ich mache hier mal einen kurzen Cut und dann werde ich die Dinger da außerhalb vom Let's Play mal eben fahren und so weiter, damit ich die ganzen Gedöns habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir uns auf den Weg machen zur Dingsbums, zur Totenstadt. Also dann, bis zum nächsten Mal dann. Ich wünsche euch was. Ciao.